Guten Morgen! Irgendwann um 5:30 oder so. Ich habe einen Blogartikel auf der Flotology-Seite geschrieben, den ich für die Lesefaulen hier gerne vorlesen möchte. Wer gehörlos ist oder lieber lesen möchte, für den verlinke ich den Artikel unter dem Video. Er heißt Ärzte unseres Vertrauens. Und bezieht sich auf den Auftritt der deutschen Punkband Die Ärzte bei der Tagesschau. Es wird nicht aufhören, nicht wahr? Es ist nicht vorgesehen, dass es aufhört, nicht wahr? Ihr werdet immer weitermachen, euer Ding durchziehen bis zum bitteren Ende für uns alle, nicht wahr? Und jetzt lasst ihr die Ärzte wie betreten in der Tagesschau auftreten, die im Kommentar wie beiläufig erwähnen, dass sie gute Laune machen. Gute Miene zum bösen Spiel. Gute Miene zu bösem Spiel machen. Wer hat sich diesen Quatsch überhaupt einfallen lassen? Das ist das Tolerieren von Unrecht. Und genau das wird da praktiziert. Es tut mir als Fan weh zu sehen, wie ihr unsere Helden verheizt, die gerade auch kaum eine andere Wahl haben, als eure Angebote wahrzunehmen, irgendetwas zu tun. Wer von euch hat sich diesen tollen Tagesschau-Gig ausgedacht? Muss richtig geil aufgenommen worden sein, der Vorschlag. Im Ernst, wisst ihr überhaupt selbst, wer die Idee hatte? Irgendwer muss sie gehabt haben. Ihr habt nicht vor, es jemals wieder friedlich werden zu lassen, außer über unsere Leichen, nicht wahr? Es wird nicht enden. Es kommt mir das Essen wieder hoch, wenn ich sehe und höre, wie Bela hofft, dass es bald den Impfstoff gibt. So denkt ihr euch das. Ihr denkt, wenn ihr jetzt unsere Leute jetzt noch gegen uns ausspielt, dann fressen wir euch alles aus der Hand. Aber nein. Wie ich werden viele sich weigern, sich impfen zu lassen und eure neue Normalität zu adaptieren. Und dann werdet ihr uns zwingen, wie ihr es nicht anders kennt, weil ihr gar nicht wisst, was ihr sonst machen könntet. Ihr werdet alle, die lieber ihrem Immunsystem vertrauen als euren Spritzen, unter Druck setzen und so heftig und brutal ihr nur könnt. Und am Ende wird es euch wie all euren Vorgängern dabei nicht gelingen, euer wahres Gesicht zu verbergen. Euer System lässt sich von jeher nur durch Gewalt aufrechterhalten. Und genau deswegen ist es wie jedes solche davor zum Scheitern verurteilt. Wenn ihr nicht in der Lage seid, eure Standpunkte gewaltfrei durchzusetzen, zum Beispiel mit Konsens und Verständnis, dann sind es keine guten Standpunkte. Ich sehe eure Bemühungen, uns euren Müll schmackhaft zu machen. Immerhin habt ihr ja die Ärzte in der Tagesschau gezeigt, nicht wahr? Aber der Schuss geht nach hinten los, liebe Freunde. Mir wird schlecht, wenn ich sehe, wie Punks, meinetwegen in Anzug und Krawatte, in eurem Studio stehen und betreten die Hände zusammengefaltet haben, wie brave Messdiener. Mensch, Ärzte, was ist denn nur aus euch geworden? Von der Bühne kenne ich euch vielleicht weniger verhalten. So richtig in eurem Element wart ihr da bei der Tagesschau nicht, oder? Und da braucht mir jetzt auch keiner von euch kommen, von wegen, ja, aufgeregt, weil Tagesschau und so. Fuck, ihr seid Profis. Und das nimmt euch keiner ab. Hört auf, euch etwas vorzumachen und hört vor allem auf, uns etwas vorzumachen. Ihr pisst gerade alles, ihr pisst gerade auf alles, wofür ihr mal gestanden habt. Als Entertainer habt ihr in dieser Sendung gestanden, wie die ARD es von euch erwartet hat. Und mit Sicherheit haben ganz viele Leute laut geklatscht und vor ihren Glotzen gestaunt und Oh und Ah gemacht und auf WhatsApp und Facebook darüber berichtet, dass ihr im Fernsehen wart. Aber darunter wahrscheinlich nicht einer eurer wirklichen Fans. Ich schaue aus guten Gründen schon seit 2006 kein Fernsehen mehr. Und dennoch bekomme ich so einen Scheiß dann immer mit. Und obwohl ich mich nicht mal mehr zu den Zuschauern der Tagesschau zähle, Tagesschau, Schau, sag dasselbe, Schau, Schau, Show,
Deutschsport, für Englisch war. Trifft mich dieser Auftritt mit voller Wucht in der Magengrube und gleich nochmal und nochmal, immer mitten in die Fresse rein. Ich weiß, dass ihr auch tut, was ihr könnt, aber ihr hört, wie offensichtlich im Moment eine ganze Branche von 1,4 Millionen Ich-AGs auf die falschen Berater. Jetzt wäre der Zeitpunkt, mal so richtig auf die Kacke zu hauen und zu sagen, was Sache ist. Woran fehlt es? Der Mumm dazu? Oder die Intelligenz? Ehrlich gemeinte Frage. Wie weit wollen wir ein offensichtlich faschistisches System weiter unterstützen? Gerade wir, die Deutschen, von denen jeder Lebende schon in seiner Kindheit eingetrichtert bekommen hat, dass sowas Böses nie wieder passieren darf. Nein, 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 Stunk. Stunk ist das. Bubu, böses Bubu. Aber dann kommen dann Ansagen wie die von Smudo, dass es zum guten Ton gehöre, Antifaschist zu sein. Aber dabei gucken dann alle in die falsche Richtung und schimpfen auf die AfD, was ich nachvollziehen kann. Während der ganze Regierungsklüngel einem Volk die Mündigkeit nimmt und ohne irgendwelche Parlamentsbeschlüsse oder sonst irgendwas, das an Demokratie erinnern würde, einen Schwachsinn vom Stapel lässt, dem sich dann alle zu beugen haben. Und wer das nicht sofort tut, bekommt Richie. Auch auf die Fresse. Und das in kreativ unterschiedlichster Weise. Man sollte auf all die sauer sein, wenn es dann etwas brächte, die diesen Spuk, dieses Spektakel, dieses Schauspiel und nichts weiter ist es. Und ich rede hier bei weitem nicht nur von Corona, sondern eben allem, was vor allem falsch läuft, einfach ohne zu hinterfragen und in blindem Gehorsam mitspielen. Und das dann auch noch wie im Wahn, denn vernünftig mit denen reden kann man leider nicht, von anderen verlangen, die man Mörder nennt, weil sie nicht mitspielen und mit ihrem tödlichen, nicht mundschutzgesicherten Atem die Luft derer verpesten, die sich hinter ihren Masken verstecken. Ja, das habt ihr soweit toll hinbekommen, das muss man euch lassen. Ihr habt das Volk, das ihr beherrschen wollt, bis ins Kleinste gespalten und zieht die Daumenstrauben noch immer weiter an. Ihr werdet verhungern an euren nicht vollgestopft zu bekommenen Hälsen. Ihr werdet elendig dran krepieren. So, das ist keine Aggression, wenn ich sowas schreibe. Das ist einfach eine... Betrachtung. Es ist Zeit zur Umkehr in so vielen Aspekten unseres Lebens geworden, dass wir das vielleicht mal angehen sollten. Und wenn mir jetzt wieder schreibt, Bauchi, zu viel Text, der kann ich mal. Von solchem Text gibt es derzeit immer noch viel zu wenig. Was damit zu tun haben mag, dass er ständig wegzensiert wird und aus dem Netz verschwindet, sobald er irgendwo auftaucht. Man guckt halt weiter die Tagesschau. Show, das ist Unterhaltungsbranche. Auch die Nachrichten. Und feiert sie, weil sie sich so lustige Sachen für uns einfallen lassen, wie ein Auftritt der Ärzte, die das Jingle spielen. Richtig toll. Brot und Spiele. Daran hat sich nichts geändert. Nur findet es heute nicht mehr im Forum Romanum statt, sondern in unseren Wohnzimmern. Homo exe, Mensch, betrachte. Betrachte, was man mit dir macht. Mama und Papa müssen ordentlich stolz auf dich sein. Viel mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Vielleicht hilft euch ein 3-Tage-Bad. Ich bin raus. Und tschüss mit F.